Ich komme von meinem guten Morgen Swimmingpool und jetzt dachte ich, bin mit dem neuen 640er hier und ich dachte, ich stelle euch ihn kurz vor. Hat sich nämlich einiges getan und genau, fangen wir an. Ich bin das erste Mal mit ihm unterwegs, das heißt, ich entdecke auch immer wieder was Neues, aber ich zeige euch mal, was ich ganz toll finde. Also, los geht's. Hier ist der Kühlschrank gleich am Eingang. Finde ich ganz gut, weil man kommt auch jetzt von außen ganz gut hin. Und außerdem, das Tolle ist, dass er da ist, nach hinten, da wo er vorher war, ist nämlich jetzt offen. Das heißt, der Blick nach hinten ist offen und das Bett wirkt viel größer und es ist viel heller. Außerdem hat das Bett zwei Fenster an beiden Seiten, was auch mega ist. Mega hell. Diese Fläche hier ist auch viel höher. Das heißt, man kann da sich ganz gemütlich hinchillen. Da habe ich schon meine Kissen. Und ja, sitzt da gut, kann da lesen und alles Mögliche machen. Dann, was hat es noch? Es hat einen USB-Stecker, den sieht man jetzt nicht so ganz da hinten. Den kann man dann auch sich vorne hin tun, mit den Schienen, wie man es kennt hier. Dass man das einfach so raustut und wieder rein. Genau, die Kochfläche ist auch anders. Ist weiter hier drin, was besser ist, weil es ein bisschen windgeschützter ist. Und man hat hier eine tolle Arbeitsfläche, die dann nach draußen blickt, was auch cool ist. Und man braucht kein Feuerzeug mehr, weil es hat jetzt diesen Klick, damit es eben angeht. Weiß ich nicht, wie man da dazu sagt. Genau, das Bad ist auch neu. Es hat eine richtige Türe und ist viel größer auch. Genau, hat ein Fenster, das heißt, man kann draußen duschen, was ich persönlich mega finde. Ein Duschvorhang hier, ja, alles da, ne? Dann Kleiderhaken, auch toll, praktisch. Was auch cool ist, ist hier der Tisch, den kann man ausfahren. Geht jetzt mit einer Hand schwer, aber der ist dann hier draußen. Kann man hierher tun, das heißt, der Sitzplatz hier kann auch besser essen. Und genau, ich glaube, das war's. Ne, eins noch. Es ist natürlich ein bisschen weniger Stauraum, durch das, dass der Kühlschrank hier unten ist. Aber es reicht trotzdem vollkommen aus. Und also mir reicht es jedenfalls vollkommen. Und ich finde den neuen Cliff total toll. Und ich freue mich, dass ich ihn jetzt ein bisschen habe und die Zeit in zu Hause und um zu Hause herum in den Bergen ein bisschen genießen kann. Genau. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Tschüssi!